Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin total baff, weil heute Morgen klingelte der Hermes-Postmann vor meiner, der stand vor meiner Haustür, genau, und hat geklingelt und überreichte mir ein ziemlich großes Päckchen und ich habe nur wahrscheinlich ein bisschen doof geguckt, weil ich nichts in der Pipeline hatte. Ja, aber als ich den Absender dann gesehen habe, wusste ich natürlich, wer mich da so nett überrascht. Und zwar, die liebe Nathalie vom Kanal Sweet Jasmin Baby. Ich verlinke sie euch hier unten drunter. Schaut mal unbedingt bei ihr vorbei. Ist eine ganz, ganz liebe Maus, die auch ganz, ganz tolle Videos macht. Und die liebe Nathalie, ich kenne sie ja jetzt auch schon ziemlich lange. Hier über YouTube kennengelernt und wir verstehen uns, sie hat mich ja auch schon hier besucht, hat schon mehrmals eine lange Reise auf sich genommen und war dann bei mir. Ja, und hier ist das dicke Teil, ziemlich schwer. Und ja, Nathalie, ich meine, ich habe mich gerade mit ihr schon in Verbindung gesetzt und sie meinte, ja, das wäre einfach, weil ich habe sie gefragt, ob es für meinen Geburtstag ist. Ich meine, gut, ich habe erst im Mai Geburtstag, aber sie meinte, nein, das dürfte ich jetzt auspacken und ich darf auch gerne die Kamera dabei laufen lassen. Sie sagte, sie wollte mich einfach mal komplett überraschen. Ja, und das so kurz quasi nach Weihnachten. Weihnachten wusste man ja, dass man sich ein bisschen was schenkt und ja, jetzt überraschst du mich hier einfach mal so kurz nach Weihnachten mit einem dicken Paket und jetzt bin ich natürlich super gespannt und eigentlich war ein anderes Video geplant, aber ja, jetzt geht das natürlich vor. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich mega neugierig bin. Ich habe gefragt dann, ich habe nicht gefragt. Sie meinte dann, ich kann mich schminken, aber die Augen sollte ich nackig lassen. Ja, und so sitze ich jetzt auch hier vor euch. Die Produkte, die ich jetzt, womit ich mich bisher jetzt so geschminkt habe, verlinke ich euch. Also schreibt die euch immer jetzt in die Infobox. Da dürft ihr dann gerne nachlesen. Und ich musste mir jetzt erst einen Tee Latte machen, diesen schönen schwarzen Tee von Krüger. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Seht's mir nach. Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich die Augen nackig lassen soll, liebe Nathalie, dann vermute ich ganz stark, dass hier irgendwas drin ist für die Augen. Ich habe auch schon eine Eye Base aufgelegt und ja, ich würde sagen, ich öffne jetzt mal den Karton. Moment, oh, jetzt muss ich mir Platz machen. Ja, die liebe Nathalie, du bist mir eine. Okay, jetzt aber Deckel auf. Oh mein Gott. Nathalie. Ja, sie hat gemeint, ich soll mir erst den Brief durchlesen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich den laut vorlesen darf. Aber das hier vorne darf ich bestimmt vorlesen. Hier steht drauf, danke für alles für Nadine und Olaf. Ach, Maus. Ja. Ich habe ja auch schon mal das ein oder andere Überraschungspaket geschickt. Ja, und wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut und kriege ich gleich Pipi in die Augen. Ich öffne mal den Brief. Ach Mann, ach wie süß. Schaut mal. Eine wunderschöne Karte und hier steht ganz fett Danke. Jetzt gucke ich mal. Ich lese einfach mal vor. Liebe Nadine, ich möchte dir und natürlich auch Olaf hiermit für alles Danke sagen. Ihr seid so lieb zu uns. Nadine, du bist einfach der tollste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ich hab dich so unglaublich doll lieb. Vergiss das nie. 1000 Knutscher, deine Natti. Das krieg ich gleich Pipi in die Augen. PS, von 1 bis 4 bitte dran halten. Den Rest kannst du auspacken, wie du magst. Oh Gott, entschuldigt bitte. Ja, Nathalie, ich habe dich auch total lieb und freue mich gerade und habe mega Gänsehaut und weiß ich nicht, mir fehlen gerade die Worte. Ja, okay. Ja, 1000 Knutsche auch an dich. Ich bin total baff, du hast mich total überrascht hiermit und das brauchst du doch nicht, Mann. Aber ich freue mich natürlich riesig, vor allem über deine lieben Worte und ja,
Eigentlich brauche ich jetzt einen Beruhigungstee. Ups, aber ich habe jetzt hier meinen Tee Latte. So, das musste jetzt noch sein. Vielen, vielen lieben Dank. Diese Karte, das hätte vollkommen gereicht als Überraschung. Und jetzt sind hier wirklich, sie hat sich, schaut mal, die Mühe gemacht und hat auch noch alles eingepackt in so schönen bunten Geschenkpapier. Also von 1 bis 4, da soll ich mich dran halten. Okay. Oh Mann. Erstmal wieder sammeln. Hier ist die 1. Schnuppert wohl gut in deiner Nase. Schnuppert wohl gut in meiner Nase. Hier haben wir die 1. Ja, bei mir ist es so, bei mir schnuppert ja immer viel gut in meiner Nase, ne? Ja, jetzt bin ich gespannt. Das rappelt. Was ist das? Ach Mann, wie süß. Ja, das habe ich, glaube ich, in einem meiner Videos erzählt, ne? Ja, oh lecker. Sie hat mir doch wirklich von diese Räucherkerzen, original Krottendorfer Räucherkerzen, Zimt-Apfel reingepackt. Ne, das sind diese kleinen Rauchkegel. Und ja, Nathalie, ich habe zwar heute meine Weihnachtsdeko weggeräumt, oh ja, aber ich freue mich schon aufs nächste Weihnachten. Schaut mal, so sehen die aus. Da werde ich die dann natürlich benutzen. Ich habe auch eigentlich relativ viel mit meinem Räuchermännchen geräuchert. Und ja, manchmal finde ich das ganz entspannend. Und Gott sei Dank mag Olaf auch diesen Räucherduft, weil es mag ja nicht jeder, ne? Ich trage übrigens von Nathalie einen Kettenanhänger. Nathalie, du hast ihn bestimmt schon gesehen. Diesen wunderschönen Rosenquarzstein. Auch dafür nochmal vielen Dank. Und danke für diese Räucherkerzen. Ja, der nächste Winter kommt ja bald. Jetzt muss ich die 2 suchen. Moment, ich suche mal. Nein, das ist es nicht. Hier, glaube ich. Oh, das ist aber schwer. Ein Päckchen. Weißt du noch? Das hat dir, glaube ich, auch gefallen. Teil 2. Ja, hier steht jetzt Teil 2, ne? Weißt du noch? Das hat dir, glaube ich, auch gefallen. Ja, Nathalie und ich, wir haben oft den gleichen Geschmack. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ziemlich schwer. Was könnte das sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Oh, ist das schwer. Was? Oh, Nathalie. Was ist? Das gibt's nicht. Das ist irgendein Produkt. Ich stehe auf dem Schlauch von Kiko. Schaut mal. Eine riesen quadratische Box. Da steht drauf Detoxifying Elastic Scrub. Ah ja, sicher. Ja, da haben wir, ich glaube, das war das nicht in diesem Sommer oder Frühjahr, wo wir auch dieses Crackling Mousse für die Beine bei Kiko gekauft haben. Oh, jetzt habe ich keine. Doch, es geht so. Und das ist jetzt ein Körperpeeling, glaube ich. Oh, du bist verrückt. Kann nicht mehr. Puh, 300 Gramm sind hier drin. Und ich guck mal gerade, ob hier irgendwo was auf Deutsch steht. Egal. Oder hier vielleicht. Moment. Ein entgiftendes und regenerierendes Körperpeeling, angereichert mit Scanet-Technologie, einer exklusiven kosmetischen Entdeckung von Kiko. Sie verbindet die Wirksamkeit entschlackender Inhaltsstoffe mit einem aktiven Duft, der dank des ätherischen Rosmarinöls den entgiftenden Effekt noch verstärkt. Boah, Wahnsinn. Ein entgiftendes Produkt. Ja, kommt auch in einem Giftgrün. Nein, ich liebe Grün. Oh, da ist noch was drin. Wahnsinn, von Kiko. Oh, du liebe Maus. Hier habe ich noch so einen einzelnen, der war jetzt in dem Karton drin. So ein Deckelchen. Und ist das ein fetter Pott? Schaut mal. Hier steht nochmal schön Kiko. Und ja, jetzt muss ich dran schnuppern. Das ist noch zu. Hi, guckt mal, hier ist so eine Plastikfolie und hier seht ihr das Produkt. Aber ich mache das jetzt auf, weil spätestens morgen werde ich duschen und dann wird das ausprobiert. Du verrückte Maus. Oh ja, oh Wahnsinn. Das riecht so gut. Ich kann mich dran erinnern. Genau, wir standen da im Kiko, haben an diesen Produkten unter anderem auch hier dran geschnuppert. Und dann habe ich auch, dann meinten wir beide, das gefiel uns beide in unserer Nase. Das riecht, also erstmal sieht es
ja, schön türkisblau aus und es fühlt sich sehr schön cremig an. Ah, ich spüre jetzt, doch, jetzt habe ich hier so einen, irgendwo hier auf meinem Finger so einen, das sind aber feine Peelingkörner, schön feine Peelingkörner. Und hier riecht man diesen Rosmarinduft raus. Ich liebe Rosmarin. Ja, der Name, und ich denke mal, dass das hier dafür dient, dass ich das, wenn ich diese Folie, ich lasse die jetzt erstmal noch drauf, dass das hinterher hier so als Schutz noch drauf kommt, ne? Toll. Du bist verrückt. Ich freue mich riesig, weil, boah, das riecht so gut. Das ist, riecht richtig erfrischend. Also man riecht Rosmarin, aber nicht nur. Es riecht jetzt auch wie so ein Sommerurlaub am Meer. Boah, ist das ein fetter Pott. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt habe ich mir hier zum Glück Kosmetiktücher hingelegt. Ich finde die Farbe auch richtig erfrischend, dieses Meeresblau. Oh, da freue ich mich. Danke, danke, danke. Du bist ein Schatz. Wahnsinn. Wahnsinn. So, stelle ich jetzt mal da vorne hin. Das war jetzt Nummer 2, ne? Ich möchte nicht. Das ist so viel hier drin. Jetzt muss ich die Nummer 3 finden. Ha, hier. Da steht drauf. Weißt du noch? Backup Time. Nun spar nicht mehr, benutze es. Hat sie hier drauf geschrieben. Und hier steht, glaube ich, auch irgendwo Teil 3. Ja. Ja, okay. Was ist das? Ein Körperspray vielleicht? So eine schlanke, eckige Verpackung. Backup Time, nun spar nicht mehr. Ja, man hat ja wirklich Produkte, die liebt man. Und das war dann eine LE oder irgendwo, wo man halt nicht so drankommt mehr. Klar spare ich dann und... Das sieht, das ist auch Kiko. Was ist das, Nathalie? Nein! Oh Mann, du süße Maus. Das ist auch von Kiko. Das ist, wovon ich eben sprach. Ich habe, ne, hier. Das kam ja raus mit dem Light Legs Crackling Mousse. Das ist das Crackling Mousse. Ich werde nicht mehr. Oh Mann, du Verrückte. 150 Milliliter. Ich hole, nee, wartet mal, ich hole euch, also das, so sieht es jetzt verpackt aus und ich habe das ja noch und ich habe da wirklich dran gespart, weil das so schön kribbelt auf der Haut. Moment, ich bin sofort wieder bei euch. Ich hole es mal eben aus dem Vorrat, wenn ich es dann finde. Moment, Moment. So, da bin ich wieder. Also, das sieht dann, wenn man es aus der Verpackung genommen hat, so aus. Ne? Hier steht es auch nochmal, Light Legs Crackling Mousse. Eine schöne dunkel-lilafarbene Verpackung muss man, meine ich, vorher schütteln, genau. Und das ist so toll. Und das hast du noch bekommen. Das ist phänomenal. Wahnsinn. So, und dann sprüht man das raus und dann knistert das. Moment. Hört ihr? Oh. Oh, wo ist es hin? Egal. Hört ihr das? Das ist wie so ein Silvesterfeuerwerk. Wahnsinn. Das knistert immer noch. Oh, und ist erfrischt. Es ist wirklich, als das so warm war im Sommer, ist erfrischt, unheimlich und pflegt die Haut auch noch. Und auch Nathalie, du bist ein Engel, weil ich freue mich jetzt so, so doll, weil, dass du mir jetzt ein Backup davon geschenkt hast, weil ich habe es nicht mehr. Also ich war ja kurz im Kiko, kurz vor Weihnachten war ich mit meinem Mann in Dortmund in der Tiergalerie, da habe ich es nicht mehr gesehen. Du hast es, was echt, das ist Wahnsinn. Irgendwo ist was daneben. Ja, ich habe einen kleinen Tropfen verloren, der liegt hier auf dem Tisch. Da crackelt es jetzt vor sich hin. Naja gut, ist nicht schlimm. Oh, das riecht so gut, du bist ein Schatz. Danke, 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 vielen Dank. Darauf noch ein Tierlatte von Krüger. Habe ich euch gezeigt in meinem, ja, in dem letzten Video. Da habe ich einen Haul gedreht und total lecker. Na, ich traue mich gar nicht weiter auszupacken, Nathalie. Jetzt die Nummer 4. Boah, das Crackling Mousse. Das ist so, so toll. Ey, jetzt steht hier wieder Nummer 3 drauf. Jetzt bin ich irritiert. Hä? Guckt mal, wir hatten doch gerade Teil 3. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Oh Gott, Moment, nochmal die Karte her. Von 1 bis 4 bitte dran halten. Den Rest, ja, aber das war doch gerade Nummer 3. Jetzt bin ich hier, hier ist nochmal eine Nummer 3. Da stand Teil 3. Oh Gott. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, Nathalie,
verzeih es mir. Was ich euch zeigen kann, total süß. Ihr habt mir eine Packung von diesen süßen Servietten reingelegt mit den Eulen, die kleinere Verpackung. Die liebe ich. Die habe ich noch sogar, aber nicht mehr viele. Die habe ich nämlich Silvester genommen, als ich Besuch hatte von der lieben Nadine. Ich grüße dich, meine Maus und Thorsten. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Servietten gehen immer. Die werden nicht schlecht. Und ich liebe Eulen. Das weiß die liebe Nathalie. Oh Gott, wo ist denn jetzt Nummer 4? Ihr merkt, ich bin ein bisschen durcheinander. Was ist das denn? Oh nein. Ja, ich bin jetzt total durcheinander, weil hier ist was drin, was nicht eingepackt ist. Und ich weiß, dass Nathalie im Loom-Fieber ist. Loom, mit diesen Loom-Bändern, ne? Kennt ihr bestimmt. Boah, dieser Engel soll dich auf all deinen Wegen beschützen. Oh Mann, guckt mal. Sie hat mir einen Engel geloomt. Ist der nicht süß? So sieht er von hinten aus. Och Mann, ist das süß. Total schön. Mit so einem Bändchen hier oben. Das heißt, weißt du was? Der kommt ins Auto. Weil da hängt nämlich aktuell nichts bei uns vorne am Spiegel. Und der hat genau die richtige Größe. Und der wird, wenn mein Mann heute Abend nach Hause kommt, dann gehe ich nach draußen und werde das... Kriege ich das denn da drum? Naja, wenn es nicht drum passt, ich habe Angst, dass das sonst hinterher kaputt geht hier oben. Ich werde es, auf jeden Fall kriegt er einen schönen Platz. Vielen, vielen lieben Dank, weil das ist was Selbstgemachtes. Ich beneide jeden, der die Geduld hat und wirklich Lust hat auf dieses Loomen. Und dann noch, es ist ja jetzt kein Armband, sondern es ist eine Figur. Ich weiß nicht, ich kann sowas nicht. Ich habe euch schon mal erzählt, ich puzzle auch nicht gerne. Weil ich habe da irgendwie keine Geduld. Und vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Nathalie. Total süß, der Engel. Dankeschön. Oh Mann. Ja, und jetzt, ich bin noch auf der Suche nach Nummer 4 oder Teil 4. Jetzt habe ich aber noch was hier entdeckt. Schaut mal. Ja, die hatte ich auch schon mal. Nathalie hat mir auch von Soft und Sicher aus dem DM diese wunderschöne Tücherbox mit den Eulen hier. Ich liebe die, ich liebe Eulen und die passt auch farblich gut in meine Küche. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Kann man immer gebrauchen und ja, Dankeschön, Nathalie. Ich bin noch also irritiert. Hier ist eine Nummer 3, aber ich hatte doch gerade Teil 3. So, hier steht was drauf, aber keine Nummer. Oder habe ich aus Versehen schon 4? Ne, hier. Jetzt gucke ich aber nochmal was. Hä? Ja, hier steht jetzt wieder eine 2 drauf, also vielleicht, aber ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich sehe jetzt nichts mit einer 4, keine weiteres. Ich mache hiermit weiter, ziemlich schwer, hier steht drauf, es ist weiß und fluffig, Nummer 4, es ist weiß und fluffig, aha, weiß, es ist weiß und fluffig, aber es fühlt sich auch irgendwie fest an, was ist denn weiß und fluffig? Kuschelsocken? Das sind aber große Kuschelsocken. Oh mein Gott. Ich sehe schon, das hat sie gesichert. Dann ist es vielleicht irgendwas zum Abschminken. Oh ja. Oh, kann ich gut gebrauchen. So einen schönen großen Müllsack. Moment. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ja, ich glaube, das ist was zum Reinigen der Hände. Och, du bist ja lieb. Von Palmolive, genau. Magic Softness. Oh, das ist neu, das kenne ich noch nicht. Das ist mit Mandarine, ne? Guckt mal. Ich liebe den. Ich hatte den schon mal, ich glaube, das war Erdbeer oder Himbeer. Und hier kommt wirklich, wenn ihr drückt von Palmolive, wenn ihr hier oben drückt, das hat sie jetzt auch noch gesichert, dann kommt hier wirklich ein total schöner Schaum raus. Jetzt bin ich nur neugierig. Ich drehe das mal hier oben ab und will mal dran schnuppern. Boah, lecker. Das riecht himmlisch nach Mandarine. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist total lieb. Wahnsinn. Dankeschön. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich ja eigentlich die Reihenfolge eingehalten. Bis auf, dass ich irritiert bin, dass hier nochmal Nummer 3 ist. Ja, ich würde sagen, ich... Und hier ist halt nochmal Nummer 2. Ja, hier steht Nummer 3, aber nochmal eine Nummer 1 finde ich nicht, oder? Nö. Ja, ich mache das jetzt mal einfach so. Ich fange noch mal mit der 2 an. Das ist sowas hier. Da steht drauf groß, Punkt, Punkt, Punkt. So wie du es magst. Was?
Wie soll ich das denn verstehen? Groß, so wie du es magst? Also das Teil hier fühlt sich eher klein an. Was könnte das sein? Es ist keine Maske oder so. Groß, so wie du es magst. Nathalie, ich habe keinen blassen Schimmer, was du gerade meinst. Was könnte sie denn meinen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ich glaube, das ist Schmuck. Oh, oh. Ja, ich liebe diesen Ring. Ich habe den gesehen. Und von Evelyn, schaut mal. Und dann noch in meiner Lieblingsfarbe. Oh, ist der schön. Und er ist groß. Und er ist mit einem Gummizug hier. So, jetzt habe ich keinen... Moment, ich hole mir mal eben ein Messer oder eine Schere. Kann ich wahrscheinlich eh gut gebrauchen. So. Ach, Nathalie. Ich liebe solche großen Ringe. Ich habe zwar nicht gerade große Hände und auch nicht die längsten Finger, aber ich habe da schon immer drauf gestanden, wenn es um Schmuck oder um Ringe speziell geht, ging immer sowas hier. Oh, himmlisch. Und er passt. Ja, sowas trage ich dann gerne am Mittelfinger. Wunderschön. Und guck mal, als wenn ich es geahnt hätte oder du geahnt hättest. Ich sitze heute in einem, ja, mit Flieder und Pink und so in so einem Hemdchen. Passt perfekt dazu, zu meinem Oberteil. Deshalb ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich riesig. Groß, so wie du es magst. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass du damit den Ring meinst. Okay, jetzt habe ich hier nochmal die Nummer 3. Da steht drauf, das ist einfach wie für dich gemacht. Seht ihr? Hier ist nochmal die Nummer 3. Okay. So, was Schmales, Eckiges, Längliches. Das ist einfach so wie für mich gemacht. Oh nein, ich glaube, es ist wieder Kinko. Nathalie, tatsächlich. Creamy Touch Eyeshadow Duo. Schaut mal. Hier oben steht Kiko. Ich glaube, also die geben sich auch immer total viel Mühe, finde ich. Also total schön aufgemacht. Das ist Eyeshadow, also wahrscheinlich so ein Eyeliner, ne? Duo Lidschattenstift mit seidig weicher Textur. Gleitet angenehm über die Haut. Intensives und brillantes Finish. Einmal trocken, hält er extrem lang. Färbt nicht ab. Okay. Hier steht drauf, Anwendung auf die Augen auftragen und gut verwischen. Okay. Wahnsinn, ein Eyeshadow-Stift von Kiko. Oh, er will nicht raus. Na, kommst du? Oh. Wunderschön mit diesem, schaut euch, ah, meine Farben, guckt mal, zwei Seiten, ne? Hier so ein Lila und hier so ein Mintgrün, ich werde nicht mehr. Wunderschön, Creamy Touch Eyeshadow. Hier steht drauf, das ist die 102, okay, oh, ist der schön. Und ich vermute mal, dass man den anspitzen kann, schaut mal. Es ist so eine, also wie beim Stift, ne, so eine Spitze und jetzt, hoho, ist der weich. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das wird gleich ausprobiert. Es sei denn, es kommt noch was anderes, aber vielleicht meintest du das, dass ich das auf dem Auge ausprobieren kann. Oh, da freue ich mich. Dankeschön. Und jetzt haben wir hier noch dieses schöne, schöne Mintgrün. Oh, auch der ist klasse. Schaut euch mal diese Farbabgabe an. Und dann kann man das durch Verwischen, entweder mit dem Finger oder mit dem Pinsel. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, wir werden es ausprobieren. Gefällt mir total gut, deshalb ganz, ganz dickes Dankeschön, Nathalie, für diesen wundervollen Kiko Eyeshadow Stift. Den lege ich mir jetzt hier hin. Ich brauche noch einen Schluck, meine Güte. Und sie hat an meinen lieben Schatz gedacht. Das nächste, hier steht drauf, für Olaf. Ja, wie gesagt, Olaf ist noch arbeiten, hat eine verdächtige Form, aber ja. Ich liebe es, wenn mein Mann gut duftet. Es könnte vielleicht was zum Duschen sein oder so. Ja, ja, ich glaube, ich habe recht. Ups, kommst du raus? Tatsächlich, oh ja. Da hast du voll ins Schwarze getroffen. Nivea Man Sport. Pflegedusche für Körper, Gesicht und Haar. Das nimmt er sehr, sehr gerne. Zum Beispiel auch mit zum Sport. Er spielt ja wie ich in der Mannschaft Tischtennis. Und da duscht er in der Regel eigentlich. Und Nivea, meistens hat er, ist noch zugeklebt, meistens hat er von Nivea, ja klar, von Nivea hier diese Duschen. Ja,
Oh, da freue ich mich schon, wenn er hier nach duftet. Das riecht ein bisschen herb, aber nicht zu herb. Es riecht sportlich frisch. Total klasse. Im Namen von Olaf schon mal ein dickes Dankeschön an dich. Ja, ich werde es ihm gleich zeigen. Genau, und ich hoffe, es war okay, dass ich es jetzt ausgepackt habe. So, jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt nehme ich einfach mal hier so ein kleines. Da steht drauf Grrr. Okay, Grrr. Hier. Okay, was sagt mir das jetzt? Ich bin gespannt. Gut zugeklebt. Ich nehme die Schere zur Hilfe. Ach, Nathalie, du bist verrückt. Zu Weihnachten hast du mir schon wundervolle Sachen geschenkt. Sie hat mir auch so viel vom Make-up Revolution, vom Benefit was zum Schminken. Also es werden auch die Tage, also in den nächsten Wochen auch immer mal wieder so ein Schminkvideo kommen, wo ich dann diese Sachen ausprobieren werde. Was ist das? Das kommt mir bekannt vor. Oh, von Kiko. Color Up Long Lasting Eyeshadow. Bist du denn verrückt? Guckt mal. Ich habe mir nämlich damals so eine Palette gekauft. Das ist dieses mit den Karten, glaube ich. Das war irgendwas mit Spiel, mit Karten. Die Nummer 22. Und da habe ich mir halt sowas hier nicht gekauft. Halt nur diese Eyeshadow-Palette. Und was ist das? Oh, geil. Color Up Long Lasting Eyeshadow. Auch wieder wunderschön aufgemacht hier mit diesem Gold. Und das, also die Farbe ist schon, glaube ich, genau meins. Und hier unten kann man wohl dran drehen. Seht ihr, dann fährt der höher und höher. Ich fahre mal schnell wieder zurück. Und jetzt, das sieht auch total cremig aus. Oh ja, Wahnsinn. Ist der schön. Das ist so ein Moosgrün mit so ein bisschen, glaube ganz leichten Goldschimmer. Schaut mal. Wahnsinn. Toll. Oh Gott, was soll ich denn da gleich ausprobieren, Nathalie? Vielen, vielen lieben Dank. Ja, entweder ich könnte das ja irgendwie ein Auge so, ein Auge so. Genau, das kommt dahin. Also vielen, vielen lieben Dank. Auch eine wahnsinnig tolle Farbe mit ganz dezentem goldenem Schimmer. So liebe ich das. Und der kommt auch jetzt erstmal wieder hier in diese wunderschöne Verpackung rein, damit der mir nicht flöten geht. Och, du bist der Wahnsinn. So, es geht noch weiter. Ich glaube, drei Sachen befinden sich immer noch hier drin. Das nächste. Ich möchte ja nicht, dass meine Maus friert. Wie süß. Ja, das möchte ich auch nicht, dass du nicht frierst. Auch das Geschenkpapier ist so süß. Seht mal, das ist noch hier mit so Nikoläusen. Total süß. Was könnte das sein? Ja. Ach, wie süß, ich werde nicht mehr. Nein! Ach, das sind Kirschkern-Wärmekissen und dann mit so einer Eule. Schaut mal, ist das nicht putzig? Ja, hier steht drauf, Kirschkern-Wärmekissen. Eine Minute lang bei 500 in der Mikrowelle oder 10 Minuten lang bei 80 Grad im Backofen erwärmen. Klasse, da freue ich mich drauf. Total süß und ich liebe sowas. Also ich habe auch eine Heizkissen, aber so, ich lasse es erstmal noch hier drin. Dieses Kirschkern, das hält auch ziemlich lange vor und, ach Mann, total süß mit der Eule. Habe ich noch nie gesehen, sowas Tolles. Dankeschön, Nathalie. Ja, jetzt werde ich nicht mehr frieren. Aktuell ist es bei uns, heute am Tag ging es, da hatten wir so 4, 5 Grad plus. Im Moment sinken die Temperaturen, wir haben nur noch 1 Grad. Heute Nacht soll es wohl nochmal gefrieren, aber ich glaube zum Wochenende hin, wir haben ja heute, was haben wir denn heute? Mittwoch. Ich denke mal, die ersten von euch sehen das Video Donnerstag. Ja, ich mache mal weiter. Ziemlich schwer, eckig. Da steht drauf, weißt du noch? Ich glaube, es hat dir damals gefallen. Hä? Ja, Nathalie. Oh. Ja, das gefällt mir mit Sicherheit, weil du triffst immer meinen Geschmack und damals gefallen, weißt du noch. Ja, es kommt mir schon wieder so lang vor, wo du zuletzt hier warst. Ich werde nicht mehr. Nathalie, das ist schon wieder was von Kiko. Oder? Oder? Ja, sicher. Kiko. Double Perfection Smoothing and Moisturizing Treatment Duo. Ach, und dann wieder, seht ihr, hier Kiko. Dann wieder so eine tolle Verpackung hier. Ich werde nicht mehr. Was ist das denn? Treatment, ich und Englisch, ne?
Double Perfection Smoothing. Smoothing heißt, glaube ich, Creme weich. Moisturizing ist, glaube ich, Durchfeuchtung. Treatment Duo. Also irgendwas für die trockene Haut vielleicht. So würde ich es jetzt mal übersetzen. So, vielleicht sehe ich ja was auf Deutsch. Glättende und feuchtigkeitsspendende Duo-Behandlung für den Körper. Scrub and Cream, die gemeinsam für einen unerwarteten Samteffekt sorgen. Blumig grüner Duft. Boah, toll. Also ist das ein Duo? Das heißt, es ist einmal so ein Peeling und eine Creme. Also meine Haut wird sich freuen. Ich pack das jetzt mal hier aus. Dass diese Crackling Mousse, diese tolle, das Peeling da in dem grünen Töpfchen und jetzt noch, boah, so ein fetter, toller Tiegel. Jetzt guck doch mal. Wahnsinn. Richtig edel sieht das aus. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Puh, ich mach's mal offen. Ein dicker Tiegel. Hier sind drin enthalten 70, 75 Gramm und 70 Gramm. Ah ja. Ah ja, toll. Auch wieder hier abgedeckt mit so einem Deckelchen. Den öffne ich jetzt mal vorsichtig. Oh, ist das lecker. Das riecht schon so toll. Guckt euch das mal an. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Duo. Also ich denke mal, das hier wird das Peeling sein, das hellere, oder? Ich gehe da jetzt mal rein. Boah, fühlt sich das toll an. Wie so ein Wackelpeter hier. Ich stecke meinen Finger rein. Oh, ist das schön kühl. Wie geil ist das denn? Nee, ich glaube, das ist die Creme, oder? Oh, lecker. Und dann in diesen frischen Farben. Jetzt gehe ich mal in diesen Wackelpeter. Das ist doch auch eine Creme. Nee, ich glaube, das, ja, Moment. Jetzt, das hier, dieses dunklere Blau, dieses Meeresblau ist, glaube ich, die Creme. Und da, wo ich gerade meinen Finger drin hatte, das müsste, glaube ich, dann dieses Peeling sein. Ich lese mir das nochmal in Ruhe durch. Das habe ich alles an den Finger kleben. Aber das sieht sehr, sehr interessant aus und ich freue mich riesig. Och Mann. Ja, ich spüre das. Also da, wo ich gerade einen Finger drin hatte, hier in diesem hellen, da sind ganz feine Körner wieder drin. Und ich brauche nochmal einen Lappen. Boah, und das riecht so richtig schön frisch und einfach nur toll. Dankeschön. Wo ist der Schutzdeckel? Moment, der kommt jetzt aber erstmal da drauf. Ja, jetzt kann ich natürlich, wenn ich morgen nachher dusche, stehe ich da, ne? Obwohl, nee, stehe ich nicht. Ja gut, hier ist ein Peeling, wa? Ja, ich denke, ich nehme dann... Nee, das war der falsche Deckel. Hey, jetzt habe ich zwei Deckel. Ach, das war der Deckel von dem grünen Topf. Ich bin durcheinander. Ach, jetzt habe ich ihn eingekleckst. Okay, den lege ich jetzt vorsichtig hier hin. Aber hier war ja der weiße Deckel drauf. Moment. Falsch rum. Das ist interessant. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Finde ich gut mit so einem Deckel, damit auch nichts auslaufen kann. Falls es mal hinfallen sollte, was ich natürlich nie hoffen werde. Ach, richtig schön gemacht auch. Edel. Mann, Mann, Mann. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig und werde berichten. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oh Gott. Boah. Und auch diese Verpackung. Ne? Ich meine, ich muss mal gucken. Ich stecke es gleich mal wieder da rein. So. Also ein dickes Dankeschön. Das riecht alles so schön lecker und frisch. Jetzt haben wir noch hier, was ist das? Das letzte, schaut mal, das ist ziemlich groß, dünn. Man kann nie genug haben. Okay, man kann nie genug haben. Und dann ist der Karton, nee, hier ist noch was drin, habe ich übersehen. Hier kommt noch gleich so ein kleines, ach, es tut mir leid. Okay, nee, ich mache jetzt hier, ich nehme jetzt das. Das, was ich in den Händen halte. Man kann nie genug haben. Ja, bin gespannt, wovon. Ups, guckt mal, da kommt mir so, die ist mir irgendwie bekannt. Wie heißt sie noch? Ist das Cameron Diaz? Die finde ich toll, als Schauspielerin. Cameron Diaz. So, Moment, ich sehe noch nichts. Was ist es? Die Cosmopolitan. Ach, du bist ja der Wahnsinn. Das ist die Cosmopolitan. Oh, Nathalie, du hast mir davon erzählt, dass in irgendeiner Cosmopolitan, ich habe das auch auf Instagram oder irgendwo war es, oder auf YouTube auch mitbekommen, dass eine Cosmopolitan rauskommt. Aber es ist jetzt auch schon eine Weile her, mit einem Zoeva-Pinsel. Und tatsächlich, Nathalie hat noch die Cosmopolitan bekommen und schaut mal, hier ist, das ist so ein Blendepinsel oder so. Oh Mann, ich werde nicht mehr. Cameron Diaz, ja. Ich freue mich riesig gerade, weil du hast mir davon erzählt und
meintest zu mir, du warst in 2 oder 3 Zeitungsgeschäften und überall war die Cosmopolitan ausverkauft und dann hast du es, glaube ich, doch noch irgendwo bekommen. Ich hoffe, dass du jetzt auch noch eine hast und nicht, dass du die einzigste, die du bekommen hast, jetzt auch noch an mir abgetreten hast. Ich liebe Zoeva-Pinsel. Ich mache euch auch mal irgendwann ein Pinselvideo, so meine liebsten Pinsel. Und ich glaube, da wird dann der wiederzufinden sein, liebe Nathalie. So, Wahnsinn. Ich bin volle Socken. Hier sieht's aus bei mir, aber fein. Straff auch, was? Straff auch ohne Sport. Ich habe hier gerade, ne? Ja. Ja, also die Cosmopolitan, die ist ja riesig. War die schon immer so groß? Aber da sind auch irgendwie so Proben drin. Freue ich mich riesig. Ich kaufe mir selber solche Zeitungen selten. Früher habe ich öfters mir meine gekauft. Deshalb freue ich mich gerade riesig, dass ich jetzt eine Cosmopolitan lesen darf. Und dann dieser Pinsel. Das ist die 277 Lux Soft Definer. Ich glaube, den habe ich nämlich noch nicht. Wahnsinn. Ja. Das ist normal, kosten die doch, ich glaube, zwischen 8 und 10 Euro. Und da packen die in eine Cosmopolitan so einen Pinsel rein. Und du gibst mir den auch noch. Schaut mal. Hier steht nochmal die Bezeichnung, die Nummer, wenn man es lesen kann. Und das ist wirklich ein ganz weiches, also die Pinselhaare sind schön weich. Und der ist jetzt auch nicht so breit. Und ich glaube, damit könnte ich, ja, ob ich damit gleich den Creme-Eyeshadow verblenden kann, weiß ich nicht. Aber fühlt sich total weich an. Und ich freue mich riesig. Vielen, vielen lieben Dank, Nathalie. Du bist ein Schatz. Womit habe ich das verdient, ne? So, Cosmopolitan, Zoeva-Pinsel, Kiko. Wahnsinn. Das Letzte. Hier steht drauf, bin gespannt, ob er den Hype wert ist. Okay. Ja, es gibt viele Produkte, da habe ich auch schon oft überlegt, die anscheinend sehr gehypt sind und wo ich dann meine, nö. Aber wir schauen mal. Es gibt auch viele Sachen, wo ich dann wieder denke, ja, das könnte sein. Okay, was ist das? Hier sehe ich irgendwie so eine, da steht drauf, Äppelstrudel. Ach, du bist ein Schatz, ist doch von NYX, ne? NYX. Da habe ich doch ein Buttergloss, oder wie heißen die? Da habe ich ein, zwei von. Und Apfelstrudel war immer, immer ausverkauft. Ja klar, von NYX, Buttergloss. Boah, was eine krasse Farbe. Das ist so ein knalliges Aprikot. Und, ach, Nathalie, das, ja, da haben wir doch damals uns unterhalten. Und da habe ich doch gemeint, Äppelstrudel hört sich cool an, ne? Apfelstrudel, aber Äppelstrudel ist natürlich cool. Die 08 und ja, jetzt mache ich einen Swatch und oh Gott, ich bin gespannt, ob mir, oh, und die riechen so lecker, also wirklich, die riechen original nach Vanille, super, super, jetzt bin ich gespannt, hat halt hier so einen Schaumstoffapplikator, boah, Nathalie, guck mal, also da ist jetzt kein Glitzer drin, aber das ist wirklich so ein Gloss, der macht richtig schöne glänzende Lippen und ja, ich werde es gleich mal auftragen. Ich probiere es aus. Du bist der Hit. Also das ist wirklich so ein Orange-Aprikot. Also für den Sommer oder als Topper über einen Lippenstift. Mache ich ja auch mit der schon mal hin und wieder. Und ja, Apple Strudel. Ich liebe Apple Strudel mit Vanillesoße. Total lecker. Und der riecht auch wie ein Apfelstrudel. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich glaube, jetzt gucke ich nochmal. Moment, Cosmopolitan Pinsel. Ich versuche gleich mal den Pinsel, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damit diesen Creme-Eyeshadow, oder ich mache es mit dem Finger, wir werden gleich sehen. Ich werde mich jetzt im Anschluss, nachdem ich hier erstmal ein bisschen meinen Platz geräumt habe hier, werde ich die Schminksachen ausprobieren, ne, auf den Augen. Freue mich riesig und jetzt erstmal einen mega dicken, fetten Knutscher nach Berlin, nach meiner lieben Maus. Ja, Nathalie, ich danke dir. Das war jetzt wirklich, wie gesagt, davon wusste ich ja überhaupt nichts. Und so kurz nach Weihnachten, dass diese Überraschung ist dir gelungen. Und ich bin auch so, so froh, dass wir uns in der großen YouTube-Welt, dass wir durch YouTube Kontakt zueinander gefunden haben. Und schnell haben wir ja gemerkt, wie gut wir uns verstehen, dass die Chemie stimmt. Man hat das ja, ne? Ich kann das nicht beschreiben. Das ist wie, denke ich mal,
Ja, das muss man erleben, denke ich mal. Ne? Also die Nathalie, ja, die ist ganz fest in meinem Herzen auch drin, genau wie Nadine auch. Dann die liebe Andrea, also ich habe schon so viele liebe Menschen kennengelernt, die auch mich hier schon besucht haben. Ja, Nathalie, du bist ein Engel. Und wo ist denn der Engel? Der kommt gleich ins Auto. Und ja, also, Dankeschön. Ich weiß das echt zu schätzen, weil das ist, ja, ich ringe nach richtigen Worten, aber das ist einfach, ich freue mich riesig. So, also ein dickes Dankeschön und ich merke gerade, ja, oh, ich glaube, die sind wasserfest. Okay, da muss ich wohl gleich mit ölhaltigem Make-up-Entferner dran. Also, vielen, vielen lieben Dank, Nathalie. Und ja, ich werde jetzt gleich die Schminksachen ausprobieren. Ne? Ich denke, ich werde ein Auge so, das andere Auge so ein bisschen kombinieren. Einfach mal, um zu gucken, wie das so ist mit diesen Stiften. Du hast mich mit allen Produkten mega, mega erfreut. Und Dankeschön. Tausend Dank. So, ihr lieben Zuschauer, Abonnenten, wenn ihr Nathalie noch nicht kennt, dann ist es auf jeden Fall jetzt Pflicht. Nein, nicht Pflicht. Aber ich denke, viele von euch kennen sie schon. Ich verlinke ihren Kanal, Sweet Jasmin Baby, so heißt sie da. Und wie gesagt, schaut mal bei ihr vorbei. Sie freut sich bestimmt mega über euren Besuch und natürlich auch über ein Abo. Ja, so, ich räume jetzt auf und dann wird geschminkt. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe ein bisschen aufgeräumt hier meinen Tisch. Bin noch immer total crazy aufgedreht und freue mich einfach. Und, Nathalie, Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt den Apple Strudel schon auf meine Lippen aufgetragen. Ich konnte es nicht abwarten eben. Und wie ihr sehen könnt, auf meinen Lippen wirkt er gar nicht mehr so knallig. Ne, wenn man sich das hier so beguckt in dem Fläschchen, dann knallt es ordentlich. Und ich habe auch nicht wenig genommen. Es ist total angenehm, auf den Lippen zu tragen, das Gefühl, also es bappt nicht. Zieht jetzt keine Fäden oder so. Ist wirklich total angenehm. Er riecht lecker, er schmeckt lecker. Und ich finde, er gibt eine richtig schöne Frische auf den Lippen. Ja, also tausend Dank. Apple Strudel ist, glaube ich, sein Hype wert. Ist jetzt so mein erster Eindruck. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Nathalie. So, und jetzt will ich sagen, jetzt will ich hier diese beiden Stifte ausprobieren. Und ich habe hier gerade zweimal derbe die Hände gewaschen mit normaler Handseife. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, der Moosgrüne hier ist nur so ein bisschen abgegangen, die ein bisschen mehr. Aber schaut mal, also ich habe mit Seife ordentlich geschrubbt. Ja, ich muss es gleich mit ölhaltigem Make-up-Entferner entfernen. So, und jetzt überlege ich. Ne? Ich glaube, ich fange mit diesem schönen Kiko, mit diesem aus der... Hier steht drauf Matita Ombretto. Hm. Ob das der LE-Name war? Ich weiß es nicht. Die Nummer 22. Und ich habe mir jetzt mal zurechtgelegt, weil ich glaube, dieser wunderschöne Soeva-Pinsel, der in der Cosmopolitan dabei war, das ist ja mehr so ein echter Pinsel, meine ich, oder? Ich glaube, der ist nicht so gut zum Verblenden. Ich will den jetzt auch nicht einsauen. Der wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen, wenn ich mich mit deinen schönen Weihnachtskosmetikprodukten schminke, Nathalie. Ich habe mir jetzt nämlich mal so Synthetika-Pinsel besorgt. Einmal hier so ein Lidschattenpinsel und hier von Real Techniques so einen zum Verblenden. Ja, und ich probiere das. Vielleicht kann ich es auch mit den Fingern. Ich bin gespannt. Eine Eyeshadow Base hätte ich mir eigentlich sparen können. Jetzt ist er auf den Augen und ich denke mal, okay. Ja, also, es geht jetzt um diesen schönen Stift aus dieser LE. Das war das mit dem Herzchen, ne? Genau. Ja. Hier seht ihr ihn nochmal aus der Nähe und vielleicht kann man erkennen, dass da halt so ganz, ganz kleine goldene Stückchen, so ein bisschen Lametta-mäßig. Ich trage das jetzt mal. Oh, also was ich schon mal zuerst sagen kann, es fühlt sich total samtig und weich an. Und ich muss auch gestehen, mit so Stiften habe ich noch nicht so oft gearbeitet am Auge, mit so cremigen Eyeshadow-Stiften. Deshalb bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Trag mir das aber bis hier in die Lidfalte rein. Er fühlt sich so cremig weich an, also sehr, sehr angenehm. So, ich mache das jetzt mal so schön fett aufs Auge.
Ja, hier noch ein bisschen im Außenwinkel. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Für das ganze Jahr, also klar, für Weihnachten wäre es jetzt auch der Burner gewesen, ne? Hier noch bis zum Wimpernkranz, so. Aber ich bin ja wirklich so, ich habe das glaube ich schon mehrfach erzählt, ich nehme das, wonach mir gerade ist. So, jetzt nehme ich mir mal diesen synthetischen Pinsel hier, also den mit den Synthetikern, so. Und gehe mal so vorsichtig da drüber. Es wird gerade das Licht ein bisschen anders. Ich verstehe jetzt nicht, warum. So ein bisschen weißstichig, aber egal. Hauptsache, ihr seht was. So. Ja, ich glaube, ich kann das schon ganz gut verteilen. Hier so ein bisschen in den Augeninnenwinkel. Und ich glaube, ich muss gleich, vielleicht, wenn ich es noch in eine Birne kriege, wenn ich gleich noch Zeit finde beim Abschminken, nehme ich euch mit. Und dann seht ihr mich mit zwei ungleich geschminkten Augen im Abschminktalk-Video. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Dann stammt das noch von diesem Video hier. So, jetzt will ich noch ein bisschen hier, aber lässt sich ganz gut mitarbeiten. Ich denke mal, klar, ich kann ja hier den Stift höher drehen, ne? Das ist ja super. Ich hoffe, die Spitze bleibt so einigermaßen schön spitz. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen hier mehr in die Lidfalte hier. So, und nehme mir jetzt mal schnell den Real Techniques Synthetica Blendepinsel und versuche das mal jetzt hier so ein bisschen die Übergänge, also dass man nicht so einen ganz scharfen Kanten hat. Geht, glaube ich, oder? Ich denke, man muss zügig arbeiten, weil das trocknet sehr schnell an. Aber es geht, glaube ich, ne? So, also es ist eine wunderschöne Farbe, Nathalie. Wahnsinn, ich liebe sowas. Ja, gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil dieser Goldschimmer nicht ganz so ja, fette Stückchen beinhaltet. Ne? Vielleicht, man sieht hier noch so ein paar hellere Stellen. Da müsste ich jetzt nochmal nachgehen, wenn ich es ganz präzise machen möchte. Aber das kann man ja. Und dann ein bisschen hier andrücken, so. Okay. So. Finde ich cool. Ja, ich mag das jetzt schon. Also vielen, vielen lieben Dank. Finde ich cool. Ich lasse das jetzt erstmal so und widme mich jetzt mal eben diesem wunderschönen Schätzchen mit den zwei Seiten. Ne? Und würde sagen, ich starte mal, womit starte ich? Mit der helleren Seite hier. Mit diesem schönen Grün, Mintgrün. Moment. Das trage ich mir jetzt mal hier in der Mitte auf. Ihr seht, die Spitze ist ein bisschen dünner. Also das ist jetzt nicht so was Dickes wie gerade eben der Stift. Ich halte jetzt mal mein Auge so ein bisschen stramm. Ja, dann geht es, glaube ich, besser. Hihi, coole Farbe. Ja, also ich bin echt von den Socken. Ich wollte heute ein anderes Video drehen, so ein Schminki. Oh, jetzt ist hier unten was hingekommen. Naja, nicht schlimm. Ich wollte was anderes drehen, aber jetzt hat halt Hermes gebimmelt und ja, das ging jetzt vor und bin von den Socken. Ich mache mir das mal so bis zur Hälfte, so. Jetzt müsste ich natürlich eigentlich schnell das hier korrigieren, obwohl ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass hier ein bisschen türkis ist hier unten, weil auch der, glaube ich, ziemlich wasserfest ist. Und ich kann ja auch mal mit der anderen Seite jetzt von dem Synthetik Lidschattenpinsel hier so ein bisschen mal da drüber gehen, ein bisschen hier in der Lidfalte eventuelle scharfe Kanten soft ausblenden, so. Aber die trocknen schnell an, seht ihr das? Also Wahnsinn. Und so eine krasse Pigmentierung. Ich meine, klar, das passt jetzt nicht zusammen, ne? So ein schönes Tannengrün mit so einem Mintgrün, aber ich finde es irgendwie cool. Wahnsinn. Oh, hier oben habe ich auch was. Ein bisschen mit dem feuchten Finger. So, und jetzt drehe ich den Stift um, genau. Und werde diese schöne Lila ausprobieren und gebe das auf den Rest meines beweglichen Lides. Hey, cool. Ob ich das jetzt immer so machen würde, weiß ich nicht, dass jetzt so gut war. Und ihr wisst vielleicht aus meinen Schminkvideos, dieses Auge kann ich eigentlich nicht so gut. Da schneide ich dann immer und mache das für mich. Ne? Dieses Auge kann ich besser über Display. Aber egal, ich probiere das jetzt. So, ich gehe ein bisschen hier über den anderen drüber.
Ich glaube, ich muss noch ein bisschen hier in den Außenwinkel. Okay. Ich sehe das so schlecht. Aber Wahnsinn, also die Pigmentierung, das ist ja der Burner. So, jetzt gehe ich hier mit dem Pinsel nochmal so leicht hier über die Kanten. So, Wahnsinn. Irgendwie cool. Schön bunt. Also wahrscheinlich würde ich es jetzt, wenn ich mich jetzt schminke, vielleicht dann eine Farbe nur nehmen und die andere unten drunter setzen. Das können wir ja auch mal probieren. Ich versuche jetzt mal einfach, Lila passt ja auch hierzu, am unteren Wimpernkranz hier mit mir so eine Linie zu ziehen. Auch der ist, wie gesagt, super weich und cremig. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Mine vorne nicht ganz so dünn ist. So, aber okay, hier müsste ich jetzt mit dem Make-up Correcting Pen das vielleicht ein bisschen ausbessern. Aber ich finde es irgendwie cool. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich mir den hier drüber mache, ob man den sieht. Och doch, schaut mal. Ich kann mir den Eyeliner hier oben ziehen. Cool. Ach, das ist ja klasse. Also damit kann man wirklich, ja, als Eyeshadow oder wie ihr seht, ich meine, das ist jetzt krass irgendwo, ne? Aber das mache ich ja jetzt auch nur so zu Anschauungszwecken und weil ich selber neugierig bin. Und ihr seht, der geht sogar hier über den dunkelgrün oder über den mittleren Grünton hier. So, Wahnsinn. Ja, jetzt könnte man vielleicht mal ein bisschen vorsichtig noch hier verblenden. So. Ja, hier müsste ich jetzt eigentlich, warte mal, ich habe hier von Kiko ist der auch, das ist hier mit so einem Aufsatz, mit so einem Schaumstoff, vielleicht geht das damit, so ein bisschen softer machen, so. Ja, geht auch. Hier über die Kanten, ein bisschen verteilen. Okay. Wahnsinn, ich bin echt begeistert. Nathalie, hier könnte ich mir jetzt auch durchaus den... Ich habe jetzt hier den doppelseitigen, ne? Und oh, fast ins Auge. Und ziehe mir am unteren Wimpernkranz jetzt hier noch. Dann fällt das hier zu dem Klecks hier vorne auch gar nicht so auf. Das geht also auch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schön. So. Auch hier könnte ich dann noch ein bisschen die Kanten aussoften. So. So, ihr Lieben, ich sehe jetzt natürlich krass bunt aus. Ja, und ich glaube, ich könnte auch tatsächlich noch ein bisschen mehr hier in den Außenwinkel gehen. Und auch nochmal drüber gehen, seht ihr? Dann intensiviere ich das Ganze natürlich nochmal. Ja, das kann man ja so machen, wie man möchte, ne? Aber ich finde die Farben einfach klasse gewählt für mich, Nathalie. Und ja, ich lasse das jetzt mal so. Oh Gott. Ja. So sieht das Ganze aus und wenn ich jetzt mal hier so drüber tupf, tatsächlich, schaut mal, da ist nicht wirklich was an meinem Finger, also die trocknen sehr gut an. Klar, das setzt voraus, dass man einigermaßen schnell arbeiten muss, wenn man so die Übergänge ein bisschen, so wie ich es jetzt gemacht habe, ausblenden möchte. Aber gut, ich denke, wenn ich damit jetzt noch ein bisschen geübter bin und das ein paar Mal ausprobiert habe, dann klappt das auch immer besser und ich bin echt begeistert. Jetzt ist das Licht auch gerade wieder etwas besser. Schaut mal, jetzt hatten wir eben nämlich so einen Weißstich und das sieht jetzt in diesem wärmeren Licht doch nochmal anders aus und Wahnsinn. Das hier stelle ich, diese Farbe hier, die stelle ich mir sehr schön im Sommer auch vor. Aber wie gesagt, wenn mir danach ist, dann mache ich das einfach. So, also und auch der Buttergloss hier, der Apple Strudel ist... Nathalie, du hast mich mit allem geflasht und ja, ich freue mich. Klar, ich könnte jetzt Wimperntusche, aber jetzt ist schon für mich heute, wir haben schon 6:30 abends und wenn ich es gleich wirklich in eine Birne noch kriege, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich noch Zeit habe, ich weiß nicht, wann mein Mann nach Hause kommt, dann könnte ich auch noch einen Abschminktalk machen und mal schauen, ob ich so Wasser, ja schon so Wasser, sorry, Frosch im Hals. So wasserfeste, cremige Stifte wieder von den Augen bekomme. Mit ölhaltigem Augen-Make-up-Entferner, ne? Ich finde das irgendwie cool. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr Lieben. Und wirklich, schaut mal bei Nathalie vorbei. Ihr Kanal, wie gesagt, ist verlinkt. Und
Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bedanke mich für eure Zeit, für euer Einschalten. Ja, und Nathalie, an dich nochmal ein ganz, ganz fettes, dickes Dankeschön. Ich schick dir eine ganz fette Umarmung und ein Küsschen rüber und bin einfach froh, dass wir uns kennen und so gut verstehen. Ist nicht selbstverständlich und deshalb bin ich einfach unheimlich glücklich darüber. Und ja, also nochmal ein fettes Danke an dich. Und ja, ich freue mich schon, den Soeva-Pinsel ausprobieren zu können. Der kommt bald zum Einsatz. Ja, okay, jetzt würde ich sagen, entlasse ich euch und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Die Stimme versagt schon. Oh mein Gott. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video dann wieder. Und bis dahin würde ich mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.